Hallo Leute, willkommen beim neuen Video aus einem heimischen Zuhause. Ich bin Matthias, ein ausgezeichneter Fitnesstrainer und deine intelligente Motivation. Heute werden wir ein Workout durchführen für den Rumpfbereich bzw. für den Rücken. Wir werden die Muskulatur so weit kräftigen, dass du mehr Stabilität bekommst und mehr Bewegung im Alltag ausführen kannst ohne Schmerzen. Wie hört sich das an, Sportsfreund? Gut oder gut? Also Sportfreunde, lass uns anfangen. Wir brauchen fürs Workout nur eine Matte und ein Handtuch. Und dementsprechend komm mit mir mal in einen hüftbreiten Stand. Nimm mal deine Hände zu den Hüften und dementsprechend kreis mal deine Hüfte. Zieh große Kreise mit deiner Hüfte nach vorne, zur Seite, zur anderen Seite, zurück. Yes, wir kreisen in eine Richtung. Über die Seite nach vorne. Yes. Noch 3, 2, 1. Wir wechseln die Richtung. Wir kreisen jetzt in die andere Richtung. Sehr, sehr gut. Schön entspannen. Bewegung in den Körper bringen. Wunderbar. Dann bleiben wir stehen. Nehmen die Arme nach oben. So, und jetzt ziehen wir große Kreise mit dem Oberkörper runter zum Boden. Über die Hüfte nach unten, mit den Händen zum Boden. Yes. Hier schön Kreise ziehen. Yes. Wenn deine Dehnung im Oberschenkel, im Bein zu heftig ist, kannst du auch ein bisschen leichter in die Kniebeuge gehen. Alles kein Problem. Finde dein Level. So, wir halten oben, wir beugen die Ellbogen, dann wollen wir die Ellbogen zum angehobenen Knie bringen. Also heb dein Knie zur Hüfte hoch und hier wirklich runter mit dem Ellbogen zum angehobenen Knie. Puh. Sehr, sehr gut. Spürst du die Wärme schon? Hier schön eine Krümmung im Bauchraum verursachen, um die Bauchmuskeln zu aktivieren. Sehr, sehr gut. Stehen bleiben. So, Hände an die Schultern. Und wir ziehen jetzt große Kreise mit dem Ellbogen. Yes. Nochmal andere Richtung. Sehr, sehr gut. Dann versuch dich nur mal aus der Schulter zu bewegen. Der Blick bleibt nach vorne ausgerichtet. Deine Wirbelsäule bleibt gerade. Sehr, sehr gut. Andere Richtung. Stehen bleiben. Füße ein bisschen näher zusammen. Und jetzt gehen wir runter in einen, quasi in einen Deadlift. Aber gleichzeitig, stell dir vor, dich hebt jemand an den Händen nach oben. Als würdest du dich auf einen Stuhl setzen wollen. Ja. Hier drauf achten, dass Schultern, Knie, Zehen immer eine Linie ergeben. Puh. Immer schön zum Oberkörper hoch. Achte dabei drauf, dass du einen geraden Rücken behältst. Den kriegst du dadurch, wenn du deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst. Und dann wird der fest, der Bauch. Und dann wird der Rücken auch gerade. Sehr gut. Noch 4, 3, 2. Jetzt halten wir gleich unten. Und jetzt versuch, hackende Bewegungen mit deinen Armen auszuüben. Hier den Bauch schön fest anspannen, um wirklich hier einen geraden Rücken zu haben. Versuch dich nur aus den Schultern zu bewegen. Dein Kopf ist eine Verlängerung der Wirbelsäule. Der ist nach vorne ausgerichtet. Noch 3, 2 und 1. Sehr gut. Richte dich wieder auf. Jetzt nimm mal deine Beine, Arme nach oben über den Kopf. Und jetzt gehst du quasi mit dem festen Griff des rechten Handgelenkes zur rechten Seite über.
Und wieder zur linken Seite rüber. Hier spürst du wirklich eine Dehnung in der linken Flanke. Sehr, sehr gut. Und jetzt pendeln wir wieder rüber. Und wieder zur anderen Seite. Und wieder zur anderen Seite. Sehr, sehr gut. Noch 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir runter auf den Boden, machen einen Schritt nach vorne, senkt das hintere Knie, wir gehen rückenfreundlich zu Boden. Wir gehen in den Vierfüßlerstand, das bedeutet, dass wir jetzt die Hände unter der Schulter positionieren und die Knie sind parallel zur Hüfte ausgerichtet. Jetzt nimmst du den rechten Arm, führst ihn quasi unter oder hinter dem linken Arm vorbei und wieder hoch. Ja? Also hier wirklich die Bewegung aus der Schulterbereich, Schulterpartie durchführen. Hier bleibt alles gerade. Dein Arm, der quasi jetzt gerade alles stützt, ist leicht gebeugt, um das Gelenk zu schonen. Und hier wirklich aus der Bewegung raus, nach oben. Yes. Wenn du mehr willst, kein Problem, dann hebe deinen Arm zum Himmel. Noch 4, 3, 2 und 1. Wir gehen zur anderen Seite rüber, also wir wechseln mit dem linken Arm hinter dem rechten Arm vorbei und aus der Drehung heraus nach oben. Oh yeah. Hier musst du wirklich dein Becken auch ruhig halten. Wie gesagt, dein Stützarm ist leicht gebeugt. Hier wirklich nur aus der Schulter den Arm anheben. Wenn du mehr willst, kein Problem. Hier auch wieder den Arm in die Höhe. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Vierfüßlerstand. Jetzt werden wir quasi das rechte Bein ausstrecken. Und jetzt geht es quasi das rechte Bein immer ein Tap zur rechten Seite weg und wieder zurück zur Mitte. Für die Kraft, für die Stabilität musst du hier quasi deine Muskulaturen anstrengen, immer wieder schön zur Seite weg das Bein bewegen. Hier wirklich auch die Spannung wirklich bewahren, zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, dass hier der Rücken gerade bleibt und einfach bewegen. Noch 3, 2 und 1. Wir wechseln die Position. Linkes Bein wird ausgestreckt. Und hier auch immer schön wieder zur Seite. Schön locker tappen. Ganz einfach. Hier die Beweglichkeit in der Hüfte fördern. Mit dem eigenen Körpergewicht. Oh yes. Konzentriere dich jetzt gerade auf dein gestütztes Bein, dass hier alles wirklich ruhig bleibt und hier aber wirklich in der Bewegung bleiben, dass du jetzt quasi nicht immer in der Bewegung mitschwingst. Noch 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Oh yes. Oh, schieb mal deinen Po zurück zur Ferse. Entspann mal kurz deinen Rücken. Sehr, sehr gut. Richte dich langsam auf. Ja, jetzt gehst du wieder in den Vierfüßlerstand. Jetzt bringst du deine Beine mal ganz weit nach hinten weg. Leg sie hin. Dann gehst du jetzt mal mit dem Oberkörper runter. Leg dich mal mit dem Bauch auf den Boden. Und jetzt versuch mal, aus dem Oberkörper heraus deinen Oberkörper anzuheben. Also aus der Rückenmuskulatur wird jetzt quasi die Bewegung ausgeführt. Die Arme neben dem Körper sind nur als Stütze da. Die heben hier nichts an. Du versuchst jetzt einfach wirklich nur heraus, aus dieser Position
deinen Oberkörper anzuheben. Ganz einfach. Sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Wir legen den Oberkörper ganz ab. Ja, dass du hier quasi jetzt ganz flach auf dem Boden liegst. Jetzt werden deine Arme nach links und rechts ausgestreckt. Und jetzt versuchst du einfach, ganz einfach, deinen rechten Arm anzuheben und danach den linken. Hier schön anheben, immer wieder. Oh yes. Immer wieder auch gerne den Arm hinterher schauen oder dein Blick ist nach unten gerichtet und du bewegst dich nur aus der Schulter heraus. Ja, es intensiviert natürlich, wenn du den Blick nach unten hältst und dich nur aus der Schulter heraus nach oben bewegst. Sehr, sehr gut. Einfach bewegen, einfach chillig seine Übung machen. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Dann wieder einmal kurz deine Ferse zum Po zurückbringen. Rücken entspannen. Und wieder nach vorne. Wir gehen runter auf den Boden. Und jetzt winkel mal dein Bein an. Ja, dein rechtes Bein wird jetzt angewinkelt. Und versuchst jetzt mal mit der rechten Hand dein rechtes Fußgelenk zu greifen. Und jetzt hier mal wirklich eine kurze Dehnung ausüben im Oberschenkelbereich. Versuch deinen Oberkörper, deine Hüfte so weit nach unten zum Boden zu drücken, dass du hier wirklich den Po anspannst. Oh yes. Hier wirklich halten. So. Noch 3, 2, 1. Wir wechseln die Seite. Winkel das linke Bein an, greif mit der linken Hand das linke Fußgelenk und hier auch wieder schön versuchen, eine Dehnung im Oberschenkel auszuführen und achte dabei darauf, dass du dein Becken in den Boden drückst. Konzentriere dich auf deinen Körper, ja, aktiviere die Oberschenkelmuskulatur. Sehr, sehr gut. Spann dabei alles an, um das Becken auf den Boden zu drücken. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2, 1. Sehr, sehr gut. Lösen. Wir richten uns wieder auf. Wir schieben den Po wieder zurück zur Ferse. Und hier mal kurz halten. Durchatmen. Sehr, sehr gut. Dann komm wieder nach vorne. Ja. Wir werden jetzt in den Seitstütz kommen. Und das bedeutet, wir werden einen Unterarmstütz ausführen, aber seitlich. Jetzt kannst du gerne die schwere Variante durchführen, dass du beide Beine ausstreckst dabei. So, und jetzt versuchen wir aus der Drehung heraus den Arm unter den linken Arm, also unter der linken Achselhöhle zu führen und wieder hoch. Hier werde ich aus der Drehung heraus den Arm einmal durchführen und wieder zurück. Wenn es zu schwer ist, kein Problem, dann winkelst du dein Bein an, dann hast du eine zusätzliche Stütze und hier wirklich hoch. Immer wieder schön aus dem Rücken heraus sich bewegen. Versuch hier eine Linie zu halten im Hüftbereich, dass alles straight ist, alles schön gerade. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Wir wechseln die Seite. Wir kommen rüber zur anderen Seite. Jetzt wieder hier in den Unterarmstütz. Jetzt heben wir das Becken an. So. Und jetzt hier wieder auch der rechte Arm geht quasi unter den Körper durch und wieder nach oben. Du musst ja wirklich immer versuchen, deine Balance zu halten. Du musst wirklich hier versuchen, mit dem Arm stabil zu bleiben.
Balance halten, genau. Ja. Hier trainierst du wirklich auch die schrägen Bauchmuskeln. Das merkst du. Ne? Wenn das zu schwer wird, dann winkelst du dein Bein an, dein unteres Bein wieder an. Und hier auch. Wieder aus der Bewegung raus. Den Arm einmal durchführen und wieder nach oben. Yes. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Setz dein Becken ab. Komm mit mir mal in die Rückenlage. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir runter. So. Jetzt legen wir die Hände auf die Brust und versuch mal ganz locker hochzukommen. Mit den Bauchmuskeln. Einfach mal versuchen, den Oberkörper nach oben zu bewegen. Einfach nach oben bewegen. Versuch aus der Kraft heraus deine Wirbelsäule ganz langsam zu bewegen. Versuch deine Schulterblätter nicht abzulegen, ne? Dass hier mal der Muskeltonus, die Muskelspannung immer wieder gegeben ist. Und jetzt dabei noch versuchen, eine Krümmung mit dem Becken auszuüben. Dass du hier wirklich schön den Crunch ausführst. Ne? So können die Muskelpakete am Bauch auch stärker werden. Und du triffst sie richtig gut, wenn du dein Becken mit einrollst. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Wir legen die Hände an die Seite. Also leg deinen Kopf ab, wir legen die Hände an die Seite. Dein Bauchnabel wird zur Wirbelsäule gezogen, dass quasi flach dein Rücken aufliegt. Jetzt abwechseln. Das rechte Bein nach vorne. Absetzen. Das linke Bein nach vorne. Wieder zurück in Ausgangsposition. Wir strecken einmal das rechte Bein. Und kommen wieder zurück in die Ausgangsposition. Hier versuchen, das Becken ruhig zu halten. Hier schön darauf achten, dass der Bauch fest bleibt. Und hier wirklich kontrolliert ein Bein ausstrecken und wieder zurück. Hier wird die spüren, wie alles gerade ist, wie alles fest ist im Bauchbereich. Und dementsprechend immer wieder aufs Neue das Bein strecken. Sehr, sehr gut. Spürst du deine Pakete hier? Ja, die sich langsam bilden, die langsam Feuer fangen. 1, 2 und 3. Sehr, sehr gut. Alles klar. Hip Lift. Wir legen die Hände neben dem Körper ab und versuchen jetzt segmentartig mit der Wirbelsäule nach oben zu gehen. Ja, spür jede Wirbelsäule, jeden Wirbel in deiner Wirbelsäule und dementsprechend gehst du hoch mit der Hüfte nach oben. Und wenn du am höchsten Punkt bist, würde ich schön durchdrücken, schön am höchsten Punkt, spann nochmal dein Po an, ja, fixier dich mit deinen Schulterblättern im Boden und dann wieder runterrollen und wieder hoch. Oh yes. Hier würde ich durchziehen, dass du immer schön rollartig deine Wirbelsäule wieder ablegst und wieder nach oben gehst, die Muskulatur anspannst und wieder runter entspannst. Ja, sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und tu deine Hände. Also erstmal herzlichen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Du hast es geschafft. Ihr kommt in den Cooldown. Und dementsprechend werden jetzt deine Arme rechts, links ausgebreitet. Dein rechtes Bein wird ausgestreckt. Dein Fuß wird geflext. Dein linkes Bein wird angewinkelt. Du hast jetzt hier einen 90-Grad-Winkel im Bein. Und jetzt geht dein linkes Bein über die rechte Körperhälfte hinweg. Und jetzt hier wirklich darauf achten, dass deine Schulterblätter auf dem Boden bleiben und dein Blick neigt sich nach links.
Ne, dein linkes Bein geht zur rechten Seite rüber und du schaust nach links. Spür die Drehung in der Wirbelsäule. Oh yeah. Sehr gut. Schön halten, schön die Schwerkraft arbeiten lassen. Du kannst das natürlich auch ein bisschen erhöhen, den Druck, dass du hier wirklich nochmal deinen rechten Arm aufs linke Bein tust. Aber lass die Schwerkraft für dich arbeiten. Komm zurück zur Ausgangsstellung. Das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite. Wir werden das linke Bein ausstrecken. Das rechte Bein wird angehoben, angewinkelt und zur linken Körperhälfte rüber gedreht. Und dementsprechend schaust du zur rechten Seite rüber, lass die Schwerkraft arbeiten. Ich habe die Möglichkeit, hier Hallo zu sagen. Und dementsprechend, wir spüren jetzt hier die Drehung in der Wirbelsäule und das entspannt total. Noch 4, 3, 2, 1. Sehr, sehr gut. Wir kommen zurück zur Ausgangsstellung. Greif nochmal, also deine Beine werden jetzt angewinkelt, berühr deine Knie, also greif deine Knie und zieh nochmal große Kreise mit dem Becken, mit dem Rücken über den Boden hinweg. Massier dich nochmal schön durch, ja, um hier die Durchblutung nochmal zu fördern. Noch 4, 3, 2, 1, nochmal in die andere Richtung. Sehr schön. Zieh große Kreise. Auch wenn es ein bisschen wackelig ist, das ist kein Problem. Hier würde ich auch versuchen, mit dem Kopf irgendwie oben zu bleiben, dass du hier eine schöne Schale machen kannst und schön dich rumkugeln kannst. Yes. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Greif deine Kniekehle, komm mit dem Schwung nach oben, mach einen Schaukelstuhl. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und ihr merkt es selber, es ist alles schön durchblutet, man fühlt sich beweglicher. Und ich freue mich, beim nächsten Video euch wieder begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns wieder. Ciao.